Nö, das will ich nicht haben, aber ja. Man kommt hier nicht an 50 Ringe ran, kann sich also nicht in Ultrasonic verwandeln oder in Supersonic. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Denn wir kriegen den Kumpel auch so. Hier haben wir Knuckles und jetzt will er es wissen. Yo, er zieht uns erstmal alle Ringe ab. Knuckles, du Arschloch. Ich mag dich nicht. Ich mach mal eben auf Pause, um es eben zu erklären. Dort oben haben wir so gesehen eine Prophezeiung. Ist es eine Prophezeiung? Ich habe keine Ahnung, das Bild da. So eine alte Ägypter-Prophezeiung. Und man sieht dort, wie irgendwas den grünen Chaos Emerald in den Händen hält. Und dahinter sieht man einen, so gesehen eine Art Sonic in einem Feuerschild. Ich kann mir nicht genau erklären, was es bedeuten soll, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dieses Dingen da etwas Böses sein soll. Und dieses Böse bekommt den Chaos Emerald von Sonic? Oder es ist eine Prophezeiung, dass Sonic von diesem komischen Adler-Vogel-Irgendwas-Dingen-Roboter-Teil da den Kristall bekommt? Auf jeden Fall, so wie Knuckles es verstanden hat oder so wie ich es verstanden habe, wird Sonic hier als Böse dargestellt, der diesen Chaos Emerald halt klauen will, um die Insel zu zerstören oder keine Ahnung. Und Knuckles scheint das Gleiche zu denken, deswegen tritt er jetzt gegen uns an und kriegt übel aufs Maul. Aber ganz übel aufs Maul, ja. Und wir unter anderem auch. Man bleibt doch liegen. Bums. Bum, bum, bum. Yeah. Lalala. Bum. Dusch. Bum. Okay, wir haben Knuckles umgebracht und er explodiert. Nein, natürlich nicht, aber... Es gab gerade eine Explosion und oh mein Gott, was ist das? Dr. Robotnik kommt, um den riesen Chaos Emerald zu klauen. Und jetzt müssen wir versuchen ihn aufzuhalten, bevor er damit durchkommt und die Weltherrschaft an sich reißt. Oder zumindest die Herrschaft der Insel. Deswegen versuchen wir, diesen dreckigen, alten, glatzköpfigen, fetten Bastard davon abzuhalten. Das geht aber nicht. Oh mein Gott, Knuckles kriegt heute aber echt übel auf die Fresse. Ah. Verdammt! Hinterher! Ja, eine undurchdringbare Tür! Wie machen wir diese Tür auf? Wir hauen mit der Faust gegen! Best Idee ever! Okay! Okay, Knuckles ist erschöpft. Aber mit letzter Kraft beamt er sie nochmal hoch. Und wir kommen natürlich hinterher. In die Sky Sanctuary Zone. In das himmlische Heiligtum. Ich glaube, Sanctuary ist Heiligtum. Und dort können wir das Death Egg sehen, wie es wieder abhebt. Mit Hilfe des Super Chaos Emeralds. Und haufenweise Roboter zurück auf die Insel schickt. Und Knuckles fährt uns die Brücke aus. Die Brücke, das Verbindungsstück zum Himmel, so gesehen. Denn dort müssen wir jetzt hin. Wir sind hier im himmlischen Heiligtum und müssen jetzt Dr. Robotnik davon abhalten, mit dem Chaos Emerald zu fliehen. Und die Dinger, die er uns eben entgegengeschickt hat, das sind die, ich glaube, sie heißen einfach Botnik, Badniks oder irgendwie so, keine Ahnung. Immer wenn so ein Ding im Hintergrund auftaucht, wie gerade, hat es sich irgendwo positioniert. Im Grunde, sie sind total leicht und lassen sich relativ easy töten. Oh! Okay. Das war nicht beabsichtigt, sah aber cool aus. Und hier nochmal einen besonderen Gruß an einen Let's Player-Kollegen von mir, nämlich an Reanimation. Auch einen großen Sonic-Fan, so wie ich einer bin. Der vor kurzem noch die Sky Sanctuary Zone gespielt hat. Aber nicht in Sonic 3, sondern in einem anderen Sonic-Spiel. Ich habe schon mal erwähnt, aber ich habe den Namen vergessen. Leider. Aber gerade wo ich hier diese Sky Sanctuary Zone mal wieder spiele, erinnere ich mich an seinen LP. Und deswegen wollte ich dir gerne eben einen Gruß aussprechen. So. Und hier haben wir auch schon unseren ersten Endboss. Was heißt Endboss? Unseren ersten neuen Boss. Es ist RoboSonic. Ein Sonic-Roboter. Yeah. Der allerdings nicht viel zu lachen hat, da wir Ultrasonic sind und immer eben so kaputt mashen. Und der ein oder andere, der erinnert sich vielleicht auch an diesen Boss hier. Nämlich war dies hier der erste Boss aus Sonic 1. So, ich wollte aber eigentlich nicht Ultrasonic bleiben. Deswegen nehme ich mir den Ballon und hole mir ein paar schöne Sachen. Und diese Zone, ich fand sie halt immer... Ja, am coolsten halt, weil das ist jetzt so gesehen das große Finale. Es beginnt hier sehr früh.
Das Finale ist beginnt so gesehen am Ende der Lava Reef Zone schon. Das ist so gesehen noch... Ja, eigentlich noch lange nicht das Ende, weil da kommt noch einiges. Und das meinte ich auch mit der coolen Story. Denn ja, jetzt haben wir so gesehen eine brandheiße Story. Im Sinne von, halte Dr. Robotnik auf und folge ihm. Und man kann halt richtig sehen, wie es laggt. Nein, wie es vorangeht. Und dazu die geile Musik. Wir müssen aber schnell weiter nach oben, da wir Robotnik ansonsten nicht mehr bekommen. Naja gut, eigentlich wir bekommen ihn schon. Weil wir haben 10 Minuten für diese Zone hier, aber... Es ist halt so, es soll halt so dargestellt werden, dass er jetzt in sein... Mit seinem Death Egg flieht und... Oh, knappe Scheiße. Wir ihn halt aufhalten müssen. Und das so schnell es halt geht. Deswegen machen wir uns auf. Und dieser Robo-Sonic, den wir gerade gesehen haben... Es ist der zweite von Dr. Robotnik gebaute Sonic. Den ersten kennen wir ja aus Sonic 2. Wo muss ich eigentlich hin? Leicht verwirrend diese Zone, aber total cool. Ja, und dieser Robo-Sonic, da kommt er wieder. Oh, der Boss, wie sehr ich ihn doch gehasst habe in Sonic 2. Yes, sir! Nee, dich schaffe ich ohne Ultrasonic. Yes, sir! Scheiße, ich schaff's nicht, oder? Oh, ja, das habe ich in Sonic 2 komplett übersehen. Und zwar, dass er... Was? Das macht, aber das macht er nur ganz kurz. So eine Scheiße. Ich dachte, er wird dabei hochgehen und ganz lange machen. Das ist der Moment, wo man ihn treffen kann. Und zwar genau jetzt und jetzt. Bams und Bams. Und nochmal Bams, okay. Und, oh, Tails, danke. Hä? Warum habe ich das Tails, das ich eigentlich in Sonic 2 machen lassen? Wahrscheinlich habe ich es versucht, aber nicht hingekriegt. Und der letzte. Okay, das war jetzt einfacher als erwartet, aber yo. Und weiter geht's nach oben. Ja, dieser böse Sonic versucht uns halt aufzuhalten und Dr. Robotnik genug Zeit zu verschaffen, damit er fliehen kann. Samt seinem Death Egg und dem Super Chaos Emerald. Und das müssen wir halt unterbinden. Wir müssen seinen bösen Plan vereiteln und das tun wir jetzt. Deswegen, nichts wie hinterher. Oh, ich finde diese Zone so stylisch. Und auch in dem Teil, den ich bei Reanimation gesehen habe. Ich weiß den Namen echt nicht mehr. Ich werde den Namen nochmal einblenden. Irgendwo hier oben und links rechts. Damit ihr wisst, von welchem Spiel ich rede. Ich habe das schon mal erwähnt. Es ist ein Spiel, was die alten Sonic-Teile zusammenfasst. Und auch von den neuen Sonic-Teilen Level drin hat. Also so ein Ultimate-Sonic mehr oder weniger. Und das halt auch von Sonic 3 oder von Sonic und Knuckles. Die Sky Sanctuary Zone drin. Nur halt nochmal um einiges geiler. Wobei ich diese schon total cool finde. Yes. Oh oh, da kommt ein Batnik raus. Das weiß ich noch. Stirb. Boom. Vor allem ist es auch die einzige Zone, die nach oben geht. Alle anderen gehen immer nach links oder nach rechts. Ja gut, hauptsächlich gehen die Zonen ja nach rechts. Aber diese hier geht komplett nach oben. Und das finde ich halt auch noch total cool. Und hier kommt er jetzt. Unser Endboss. Diesmal nicht Robotnik, sondern Robo-Sonic. Oh, Tails, du Arschgesicht. Natürlich. Das Doofe ist, wenn der Gegner getroffen wird, er ist dann für einen Moment unverwundbar. Nur in diesem Moment können wir von ihm getroffen werden. Ja, und in sonstigen Momenten leider auch. Bums. Aber wie alle anderen Sonic-Gegner hält er auch nicht so viel aus. Und doch war gerade mehr Glück als alles andere. Und bums. Tot. Okay, er ist tot. Wir haben es geschafft. Wir müssen schnell hinter Robotnik her, aber wir haben immer noch Zeit, geil zu posen und unsere 100 Punkte einzusacken. Sogar 200, wow. Und das ganze himmlische Heiligtum stürzt ein. Renn, Sonic, renn! Und Tails auch mit seinem Propellerschwanz, was ich übrigens total stylisch finde. Wir rennen hinterher. Wir folgen dem Death Egg. Der ganze Tempel, das ganze himmlische Heiligtum stürzt in sich zusammen. Und in allerletzter Sekunde springen wir in das Death Egg rein. Death Egg Zone Act 1. Ja, nicht wie in Sonic 2 haben wir einfach nur einen Endgegner im Death Egg und einen einzigen kleinen Screen. Nein, hier haben wir eine ganze verfickte, unglaublich harte Zone.
Ja, unglaublich hart. Wir haben Ultrasonic, also so unglaublich hart ist sie nicht, insofern wir Ultrasonic bekommen. Aber sie ist sehr lang, sehr verwirrend und meiner Meinung nach auch im Gegensatz zum Rest des Spiels ziemlich schwer. Gab's hier unten etwas? Gab's hier was? Heilige Scheiße. Ja, hier gab es etwas. Den Tod. Den grausamen, schnellen Tod. Weg mit dir. Zack. Das ist richtig geil gemacht. Das erinnert mich 1:1 an den Todesstern in ja, Star Wars. Teil 4, 5 oder 6. Wobei, konnte man den in Teil 4 überhaupt schon sehen, den Todesstern? Ich glaube nur so leicht. Aber das tut auch nichts zur Sache. Aber auch richtig hier mit diesen ganzen Räumen und in der Mitte diesem Kern so gesehen. Ja, Alter. Ich will hier wieder runter. Richtig cool. Und dazu die Musik. Und ein Wasserschild, welches wir hier überhaupt gar nicht gebrauchen dürften. Und ich springe auch noch genau in die Rakete. Oh je, oh je, oh je. Und die sind mistig, die Viecher. Die sind echt böse. Man kann sie töten, indem man, ich versuch's einfach mal, genau zwischen diese Stacheln springt. Ja, nämlich genauso nicht. Ich versuch's nochmal. Ich habe hier genug Zeit. Komm her und jetzt. Oh, Tails, du bist ein Arschloch, weißt du das? Ja, aber irgendwie so hätte es dann geklappt. Gut. Was auch ein bisschen verwirrend ist, der Weg hier. Es gibt, glaube ich, es gibt keinen geradlinigen Weg. Man kann hier überall lang laufen. Alles ist so mehr oder weniger schwer. Alles ist mehr oder weniger verwirrend. Und am Ende kommt man glücklicherweise doch irgendwie zum Ziel. Ist hier was? Nein. Okay. Aber unglaublich, denn Robotnik, so gesehen, er hat diesen Dreck hier alleine gebaut. Gut, er hat vielleicht ein paar Badniks als Unterstützung gehabt, aber selbst diese Badniks, die hat er alleine alle gebaut. Das finde ich total krass, wenn man sich das so überlegt, wenn man sich so an Spiellogik denkt. Dass sich Robotnik mal eben den ganzen Scheiß hier alleine baut. Hier, Darth Vader und Darth Sidious hatten 100.000 Millionen Angestellte da, diese Droiden und was weiß ich, wie diese ganzen Typen da noch hießen. Und Robotnik, der ist so immer, der macht es einfach alleine. Ja, einfach weil das kann. Und das finde ich auch total geil. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ergibt null Sinn, aber es sieht total stylisch aus. Als ich das damals das erste Mal gesehen habe auf dem Sega Mega Drive, ich glaube, ich war 9 Jahre oder so, ich hatte die Schnauze weit offen und habe noch gedacht, what the fuck is going on? Und den Blitz hätte ich gerne und auch noch die drei anderen, die... Wow. Okay. Die wollte ich nicht haben, aber... Ich wollte eigentlich die drei Monitore mit den... Ringen. Oh, oh. Oh, das Vieh ist auch böse. Die Gegner hier sind ja allgemein ziemlich böse. Wow, das war Glück. Aber anscheinend gibt es ja nichts mehr. Da sitzt du doch. 1, 2 und 3. Yesers. Oh, oh. Schnell weiter. Okay. Und überall sind ja Fallen eingebaut. Die sind überall Fallen. Und auch das hier, diese ganzen Futures. Ich meine, wow, Leute, ganz im Ernst, was ist das? Das ist sowas von geil gemacht. Alleine, was hier ein Level so an Innovation hat, oder das hier. Ey, Leute, es wird aber noch besser. Speziell dieses Level, die Death Egg Zone, die besteht nur aus Features. Das ist unglaublich. Vielleicht finde ich sie auch deswegen so geil. Und hat dazu auch noch einen total... wirklich total innovativen und cool gemachten Boss. Oh, das ist doof. Oh, das ist doof. Uah. Das habe ich früher gehasst. Wobei, wir haben Blitzschild. Wir können theoretisch hier unten auf dem Ding laufen. Und wir dürfen trotzdem noch nicht von Blitzen getroffen werden. Blitze schaden uns noch immer. Oh, dann lauf doch, Gott. Aber glücklicherweise sind hier keine Blitze. Ich habe ja gerade dummerweise kein Beispiel für diese Blitze, aber sie kommen auf jeden Fall nochmal. Okay, das ist auch cool. Vor allem, wenn man den Blitz hat. Dann kann man nämlich ganz locker mal eben alle von diesen Ringen einsammeln. Wir müssen hier einfach nur in der Mitte diese... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dieses Ding da. Einfach, es sind irgendwelche Schalter. Die müssen wir alle drücken, also alle rot machen.
Es ist nicht schwer, aber es ist so ein bisschen zeitaufwendig, wenn man nicht so geübt da drin ist. Und das bin ich nicht, weil ich normalerweise nicht so oft Sonic und Knuckles spiele. Zap, den habe ich, wunderbar. Aber auch das ist total geil. Ja Leute, ihr merkt, ich fange schon wieder übel an vom Spiel zu schwärmen. Wie auch schon in Kaizo. Aber ich weiß nicht, gerade diese Retro-Spiele von früher, die hatten teilweise so geile Ideen. Ja, nicht, dass Spiele heutzutage keine geilen Ideen mehr haben, aber für die damalige Zeit, das hier, das war echt das Non-Plus-Ultra, Alter. Ja, das einzige Doofe, ich komme hier gerade nicht mehr so wirklich raus. Oh Gott. Ja. Das mit der Schwerkraft ist hier so ein bisschen... Dürfte ich hier bitte wieder... Nein, nein. Oh Mann, lass mich hier doch einfach nur wieder... Oh nein. Oh, danke schön. Alter. Okay. Yeah. Oh, ich habe noch so ein Ding. Geile Scheiße. Weiter geht's. Wie gesagt, es ergibt absolut keinen Sinn, aber es ist total cool. Aber ihr merkt schon, wie diese... Speziell diese Zone hier, sie besteht aus Fallen. Eine Falle nach der anderen. Moment mal, kriegen wir die Ringe, wenn wir... Nee, wir sind dafür zu schnell, oder? Ja, wir sind dafür zu schnell. Ja, Leute, das gab es, bevor der Warp erfunden wurde. Oh, heilige Scheiße, da schmeißen direkt mal vor lauter Erstaunen mein Player weg. Auch eine gute Sache. Oh, kommt schon der Boss? Ein Boss kommt, ja. Auch der war schwierig. Der war... Ja, nee, nee, sorry, aber nee. Der war schwierig. Ich töte ihn so. Ich hab ja die Macht. So, zweite Phase. Bom, 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 bom. Was zum? Genau, du mich auch. Er hat nämlich ja so gesehen zwei Phasen, die man sehen kann. Was ganz wichtig ist, das Ziel muss hier runterkommen. Wisst ihr warum? Ich kann es euch zeigen. Ja, wenn das Ziel hier runterkommt, dann... ist es weg. Und Sonic im Übrigen, er läuft da automatisch rüber, also... Ich habe ihn da jetzt nicht rüber gelenkt. Sonic kann dort nicht sterben. Oh, das Ding wieder. Bumm. Oh nein, nicht... Oh, scheiße. Heieieie, diese Dinger, die mache ich überhaupt gar nicht. Es gab ja auch schon in anderen Sonic-Spielen diese Gegner, die man halt nicht töten kann. Oder halt nur ganz schwer töten kann. Genauso wie in Sonic 1, diese Krakens in der Starlight Zone. Ja, und das kommt auch noch mit dazu. Hier hat man so verschiedene... Scheiße. Ich komme noch nicht mehr hoch. Scheiße. Ich wollte den Blitz haben. So verschiedene Arten der Gravitation. Sprich, hier sind wir plötzlich über Kopf. Und wie lenkt es sich? Ja, im Grunde genauso wie vorher, nur halt andersrum. Ich muss immer noch nach rechts lenken und laufe nach rechts und dann links laufe nach links. Und wenn ich springe, springe ich halt nach unten. Und oben und unten hat sich auch nicht geändert. Wenn ich nach oben gucke, guckt ihr halt nach... Ja doch, so gesehen nach unten und umgekehrt. Das ist auch cool, mit diesen Gravitationsfeldern hier. Ich hätte gerne mein Leben, welches ich jetzt nicht mehr bekomme. Doch. Hoppa. Oh. Ach, vergessen wir es. Wir haben ohne Ende Ringe. Und mittlerweile 43 Leben. Oh nein. Ich könnte Ultrasonic machen, aber... Nein, das wird zu langweilig. Ich lasse es so. Uiuiui. Okay. Auch wenn ich glaube, dass das keine so gute Idee ist. Und irgendwas gab es hier doch. Na, jetzt nicht mehr. Okay. Und mittlerweile, ich bin so dämlich. Oh, ich wollte nicht springen, ich wollte laufen. Ich habe gerade spontan wieder an Mario gedacht und dachte, komm, halt doch mal die Beschleunigungstaste. Dann läufst du schneller. Nein, die hat Sonic nicht. Egal. Mittlerweile, wir sehen im Hintergrund die bloße Welt. Wir sind wieder im Weltraum. Geile Scheiße. Zeit fürs große Finale. Ja, da sind sie, die Blitze, die ich meinte. Wenn wir von denen getroffen werden, dann können wir auch ruhig ein Feuer, ein Donner oder ein Wasserschild haben. Das Schild ist danach kaputt und die Steuerung ist hier auch wieder sehr merkwürdig. Es ist ein Förderband, es geht in beide Richtungen und zieht mir komplett alle Ringe ab. Ja, danke schön. Aber zumindest gibt es hier... Oh, scheiße. Oh,
Wow. Fairerweise viele Ballons. So haben wir doch eine bessere Chance. Aber das ohne Ringe jetzt.